Jumbo, mein Fleet und auch liebe Landratten und Landrätchen, damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. So, wir haben zwei sehr schwere Aufgaben von unseren Königinnen in Sparta bekommen. Und ich habe uns erstmal für den Krieg in Boiotien, wenn man das auch mal aussprechen mag, eingereiht. Und wir sind aber noch auf einer kleinen Nebeninsel davon. Da war nämlich einer der nächstgelegensten Schnellreisepunkte, die ich jetzt einfach mal gewählt habe. Und ihr seht, in 100 Metern oder 150 Meter Entfernung ist gleich der nächste. Den schnappen wir uns, dann schwimmen wir einmal kurz rüber zur Insel. Ich hoffe, da liegt ein kleines Fischerboot. Hier ist schon mal eins, das ist schon mal praktisch. Dann sind wir, müssen wir einfach nur über diesen See rüber. Und was hier hinter dem Wasser da schon sehe ich, das ist dann schon Boiotien. Dann hätten wir das und eben halt einen weiteren Schnellreisepunkt freigeschalten. Hier dann auch nochmal wieder ein paar Sachen aufdecken. So. So, jetzt muss man die kurze Reise bis da drüben halten. Das Boot kommt nicht gegen die Wellen da draußen an. Da muss es ja auch gar nicht. Zack. Und schon sind wir da. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung wir hier laufen müssen. Also wie gesagt, ich bin hier hingereist. Dann sind wir hier zu diesem Schnellreisepunkt. Jetzt sind wir hier unten. Ich weiß gerade gar nicht. Hier sind noch zwei Punkte zum Freischalten, theoretisch. Da müssen wir hin. Kann das sein? Ist das unser Quest? Die Olympischen Spieleroberer da. Jawohl, ja. Zack. Phobos, auf geht's. Wir haben eine große Reise vor uns. Wir haben zwar noch nicht viel hier in Boiotien gemacht, aber ich hoffe mal. Oh, warte mal. Wird's nicht einfacher, je weniger Feinstärke vorhanden ist? Wo sind die denn hier alle? Ich sehe gerade gar keinen einzigen. Oh, das ist gut, da schläft ein Großteil dazu irgendwo. Unbedingt gleich ausnutzen. Ich habe von einem brillanten Plan gehört. Wir lassen wilde Tiere für uns kämpfen. Löwen, Wölfe, Wildkatzen. Wer da? Was du nicht sagst. Dem neuen Priester nach ist das nur eine Frage der richtigen Opfer für Artemis. Frieden ist nicht zu sehen. Uns gehorchen. Danke für die Information. Die Götter haben der Natur so viel Macht verliehen. Wieso stehen jetzt alle gleichzeitig auf? Das ist doch nicht fair.
Na, hoffen wir mal das Beste, wenn wir jetzt hier drauf gehen. Da ist ja noch einer. Du weißt auch nicht so richtig, wo du hin willst, oder? Dass er da nicht so schnell entdeckt wird. Nee. Nee, unter da. Hier war irgendwas. Ah, hier vorne ist so ein Beutel. So, noch ein paar Münzen. Irgendwas übersehen. Oh ja, hier. Das können wir noch mitnehmen. Davon erholt sich Athen nicht so schnell. Wohl wahr, wohl wahr. So. Vor ist ausgeschaltet, wird auch nichts weiter angezeigt. Also mal, Cassandra, kannst du mal ordentlich zielen? Sehr schön, danke sehr. So, ich brauche nämlich das Leder. Pferde?
Los. Okay. Wieder zwei verbrannte Leichen. Mann, 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 hier geht's ja auch wieder ab. Hier ist das mit dem Kriegsgebiet hier. Ich hoffe, wir können einfach dann jetzt instant den Krieg da starten für Bajotien, damit es zur spartischen, keine Ahnung, Kriegszone geht. Oh, Herr. So, sorry, aber ich brauche das Leder immer noch. Sonnenaufgang. Jo. Danke, dass du uns das mitgeteilt hast. Und da unten ist wieder so eine Arena. Ui! Okay. Kurzer Schock. So, schaffst du es da rauf? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht? Verdammt, komm mal, hier draußen geht's vielleicht. Sehr schön. Ich suche nach... Du! Stento? Malaka! Ich bin hier, um zu helfen! Du Idiot! Nicht nach Megaris! Nicht nach dem, was du getan hast! König Archidamos von Sparta hat mich geschickt, um dir zu helfen. So wenig vertraut er mir also. Und verlässt sich lieber auf eine verfluchte Söldnerin! Die Götter strafen mich mit deiner Anwesenheit. Wenn ich deine Bestrafung wäre, wärst du schon längst tot. Warum schicken die Könige dich? Naja, wir sollen hier fertig werden. Stentor, bleib ruhig. Ich bin hier als deine und Spartas Verbündete. Wir haben schon zusammengearbeitet. Wir können es wieder tun. Deine Hilfe in Megaris mag die Region für Sparta gesichert haben. Doch ich verlor mehr, als ich gewann. Ich hätte dir damals nicht trauen sollen. Warum also jetzt? Ich bin nicht zum Spaß hier. Wie ist die Lage? Alles läuft bestens. Die böotischen Rebellen sind ein Problem, aber wir werden mit ihnen fertig. Was macht das spartanische Heer in Böotien? Wir belagerten die Athener, bis Kleon uns zurückschlug. Die Eroberung Böotiens würde seine Position schwächen. Der Wolf war tot. Ich wurde gebraucht. Ich konnte meine Männer nicht im Stich lassen. Du solltest den Göttern dafür danken, dass sie mich schickten. Dein Auftrag ist der einzige Grund, warum du noch lebst. Du bist keine Verbündete, nur eine Waffe. Dann setze mich ein. Du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Versuch's. Es gibt vier böotische Helden, die für Athen kämpfen. Aristeos, Deianira, Nisea und Drakon. Glaubst du, du kannst sie töten? Ich würde gern sehen, wie du es versuchst. Ich sagte doch, wir kriegen das hin. Warum diese Helden töten? Ich sollte eine Schlacht gewinnen. Entweder erfüllst du den Auftrag oder du stirbst bei dem Versuch. So oder so. Ich werde zufrieden sein. Wo kann ich diese mächtigen Böotier finden? Ich weiß es nur von zweien. Es gibt Berichte, dass sich Aristeos in der Festung von Gla aufhält. Nisea wurde zuletzt in den Wäldern im Osten Thebens gesehen. Die Böotier hassen doch grundsätzlich jeden. Warum verbünden sie sich mit Athen?
Sie sehen sowohl Sparta als auch Athen als Feinde an. Aber Athen war zuerst hier und sie schlossen eine kurzfristige Allianz. Was ist so toll an diesen Helden? Es sind nur 4 Sterbliche gegen das ganze spartanische Heer. Sparta hat seine Armee und Böotien hat seine Legenden. Sie sind ein Symbol für das, was dieser Ort einst war. Je eher ich fertig bin, desto eher erobern wir Böotien für Sparta. Und eine Aufgabe führt zur nächsten, zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Oh, guck mal, 1 von 4. Wir haben, glaube ich, diese eine Festung da erledigt, oder? Das war wahrscheinlich eine dieser Aufgaben schon. Nee. Oh Gott, die sind ja alle gleich weit weg. Gott, was machen denn die ganzen... Oh Mann. Okay, da unten ist einer. Dann können wir auf dem Weg nochmal diesen Punkt da mitnehmen. Oh, was haben wir hier denn noch? Liebesgebräu, Fehlstufe 42. Nee. Gestohlenstatue. Nee, das hat mit unserer Hauptaufgabe nichts zu tun. Wie gesagt, die Nebenmission machen wir später mal weiter. Ja, das heißt, ein ganzes Weg wieder zurück durch in die Stadt. Einmal dann Adler auslösen und dann dorthin. Und dann je nachdem, vielleicht kommen wir an den Adler hier auch noch vorbei. Was ist das da? Naja. Okay. Und plups. Oder noch nicht. So. Ich hoffe, wir kommen da jetzt einigermaßen easy rauf. Damit das wie eine eigene Festung stirbst. Was sieht nämlich nach einer Festung hier aus? Aber irgendwo ein Eingang. Ja, hier. Los. Cadmia. Gott, hier kommt man denn hier mal durch. Irgendwie gibt es gleich die Statue. So, ein weiterer Punkt. Na, fertig, 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 fertig. Ja, da bist du ja. Los. So. Ja, das Zelt, das magst du nicht, ne? Da wirst du direkt auf. So, wir müssen irgendwie aus der Stadt raus, dass wir hier mal wieder auf Geschwindigkeit kommen. Ich hoffe, das hier ist der Weg raus. Ja, da vorne ist der Stadttor, wunderbar. Hier durch.
Barana. Feiglinge, die sich Xerxes ergaben. Jojo. Xerxes. So. Da ist er. Ganz alleine? Okay, da ist irgendwas anderes, eine Festung oder so. Komm schon. Ich dachte, so wird's uns nie bemerken. Alter, ich konnte seine Angriffe nicht abwehren. Ja, man kommt doch jetzt nur noch mit roten Angriffen oder was? Ich bin der stärkste Mann für uns jetzt. Ich wusste, ich kann es schaffen. Nimm dein Schicksal in die Hand und segle mit mir auf meinem Schiff. Wir schnappen uns die Helden für unsere eigene Crew. Das ist doch mal. So. Einer weniger. So, wo sind die nächsten? Der Untergang Deianeris oder sowas? Keine Ahnung. Als biotische Helden war Deianeris für Cassandra ein Problem. Das gelöst werden musste allerdings, durfte sie nicht unterschätzen. Okay. Oder? Der hier, der ist ein bisschen näher. Oh, wunderbar, der ist gleich direkt in der Nähe von diesem Aussichtspunkt. Dann haben wir ein Ziel für die nächste Folge, wie ich gerade auf der Uhr sehe. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir den nächsten Helden antreten, gegen die nächsten Helden antreten, so rum. Und ja, macht, wow. Macht's gut, Hummel, Mors, Mors. Tschüss.